In Deutschland wurden im Jahr 2016 rund 4.700 Fälle von Freiheitsberaubung polizeilich registriert. Beim nächsten Einsatz der Polizeioberkommissare Toni Gonzales und Sarah Freitag wird eine junge Frau Opfer eines brutalen Angriffs. E-Gon 1424 von E-Gon. 1424 hört. Bahnstraße 33. Anruferin ist die Frau Kessler. Die meldet hilflose Person eingesperrt. Wahrscheinlich Freiheitsberaubung. Der Täter ist flüchtig. Melderin ist vor Ort. Ja, wir drehen mal eben und dann sind wir auch gleich da. Der Täter muss sehr aggressiv sein. Darauf deuten die massiven Verwüstungen und Spuren am Tatort hin. Was ist denn hier los, ey? Hallo, die Polizei ist hier. Ist hier jemand? Was ist denn passiert? Sie hat mich angerufen, das Gespräch ist abgebrochen und jetzt ist hier drin. Haben Sie einen Schlüssel? Nein, ich habe natürlich keinen Schlüssel. Und hallo? Ich habe Platzangst. Bitte beeilen Sie sich. Polizeioberkommissar Toni Gonzales holt einen Bolzenschneider aus dem Streifenwagen. Da die eingesperrte Frau zu kollabieren droht, ist höchste Eile bei ihrer Befreiung geboten. Irgendein Scherz von unten. Nein, also glaub mal, Fiona. Oh mein Gott. Einen Moment mal, ich mach mal eben einmal schnell ein Foto. Sie sind ja richtig gefesselt. Du Scheiße, ich muss das einmal eben dokumentieren. Wir nehmen Ihnen das sofort ab, das ist gar kein Problem. Sarah hat richtigerweise darauf bestanden, dass wir sofort Fotos von der Antriffssituation machen, wie die Geschädigte gefesselt und geknebelt ist. Das ist immer so ein Waggonspiel. Wir wollen natürlich auch schnell Erste Hilfe leisten. Ich wollte ihr schnell die Fesselung abnehmen, weil Erste Hilfe auch vorgeht. Aber es ist schon hinterher wichtig, dass die Kriminalpolizei hinterher auch einen Eindruck darüber hat, wie wir die Person angetroffen haben. Wie sind Sie jetzt da reingekommen? Eigentlich, also ich wollte heute Morgen die Zeitung reinholen und habe dann den ganzen Müll draußen rumfliegen sehen. Sind hier noch mehr Leute oder einen Hund oder irgendwas? Soll ich mal kurz unterbrechen? Wohnen Sie hier? Ja, das ist mein Haus und ich wollte eigentlich nur hinten in den Garten und dann wurde ich überwältigt von hinten. Und sind da irgendwelche Tiere hinten oder so? Raschelt irgendwie, hallo? Also wir haben auch einen Nachbarn. Hallo? Hey, kommen Sie da raus. Kommen Sie raus, hier ist die Polizei. Ganz ruhig, rauskommen. Wir helfen Ihnen. Oh. Was haben Sie da in der Hand? Das ist eine Kamera. Kommen Sie her, Hände will ich sehen. Mich nur um Flaschen hat so unverhakt. Ja, was haben Sie da zu suchen? Sie haben auf dem Grundstück hier eigentlich auch nichts verloren, oder? Oder gehören Sie hierher? Marc? Sie kennen Sie ihn? Das ist mein Arbeitskollege. Was? Was soll denn das? Was machen Sie hier mit der Kamera? Hast du das? Ich hab nichts gemacht, nein. Was machen Sie mit der Kamera hier auf dem Grundstück? Nein. Aber der ist doch immer so. Hat er das gemacht? Haben Sie ihn gesehen? Ich hab das. Antworten Sie doch mal auf meine Frage. Haben Sie hier was gefilmt? Was ist hier jetzt los? Kann sein. Mittlerweile ist auch ein Nachbar auf den Tumult aufmerksam geworden. Um die Aufklärung voranzutreiben, hat für die Polizisten das Video des verdächtigen Mannes Priorität. Auf den Aufnahmen ist jedoch lediglich der bereits verwüstete Garten zu sehen. Mann, oh, ist abgebrochen. Hat mit gar nichts zu tun. Akku ist leer. Hat mit gar nichts zu tun. Hey, was soll das? Auf Rücken. Rücken. Hände auf den Rücken. Arm runter. Was soll das denn? War total überflüssig. Vor dem Fluchtversuch wäre eine Fesselung, finde ich, unverhältnismäßig gewesen. Er gab die Lage nicht her. Aber spätestens, als er dann versucht hat, wegzurennen, war eine Fesselung völlig legitim und auch richtig. Damit er nicht nochmal versucht, wegzurennen, machen wir das halt. Da muss er jetzt durch. Hast du die Funke? Kannst du nochmal ein Verstärkungsteam holen, damit wir hier ein bisschen Übersicht? Natürlich. Sarah Freitag sichert bereits erste Spuren vom Tatort und informiert für weitere Ermittlungen die Kriminalpolizei. Auch wenn der Kollege des Opfers dringend tatverdächtig ist, sind die Beamten angehalten, in alle Richtungen zu ermitteln. Und Sie wohnen wo? Also ich wohne mit meiner Mutter hier. Also ich möchte festhalten, meine Mutter wohnt bei mir und ich nicht bei meiner Mutter. Und die lebt hier und ist krank, gehbehindert. Und das ist das zweite Haus meiner Mutter und da wohnen die Mieter drin. Okay. Unter anderem die Frau Becker. Aber ihr wisst jetzt nicht, wer sie eingesperrt hat und wer das hier verwüstet hat? Also ich habe auch niemanden mehr gesehen. Okay, und warum sind Sie auf dem Grundstück? Das ist ja...
komisch, klar, oder? Wer das gemacht hat. Sie verstehen, wie das jetzt hier aussieht, ne? 14, 26. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. So richtig kam er nicht hier aus dem Puschen. Also er hat immer wieder beteuert, ihm glaubt ja eh keiner, weil wir ihm ja schon vorgehalten haben, dass sein Verhalten sehr auffällig ist. Einmal, dass er sich hier aufhält, auf einem fremden Grundstück mit einer Kamera und dann auch noch wegrennt. Aber er sagte immer nur, nee, ihm glaubt ja eh keiner, er ist unschuldig, aber was er genau da jetzt zu gemacht hat und was er da wollte, wollte er nicht sagen. Und Stress und hier in der Nachbarschaft? Nein, nein, aber es gab wohl schon öfter. Letzte Woche kam es auch einmal vor, dass mein Türschloss verklebt wurde und ich den Schlüsseldienst rufen musste. Haben Sie es angezeigt? Die weiteren Befragungen des mutmaßlichen Täters und des Opfers werden auf der Wache durchgeführt. Der Nachbar wird als Zeuge vorgeladen. Zunächst muss er allerdings noch seine kranke Mutter zu einem Termin begleiten. Dann fahren Sie Ihre Mutter zum Arzt. Ja, und dann komme ich danach zu Ihnen. Mit zu unserer Wache. Ja. Genau, und dann können wir das noch mal ganz in Ruhe alles besprechen. Ja, gerne. Dann können Sie uns noch mal mitteilen, was Ihnen da alles so zu einfällt. Jetzt vor Ort kamen wir nicht mehr weiter. Schuldzuweisung oder Mutmaßung bringen uns hier nicht weiter. Die Herrschaften zitieren wir zur Wache, zwecks weiterer Vernehmung, weiterer Befragung. Wir sichern die Spuren, wir versuchen die Videomaterialien auszuwerten, um halt Fakten zu schaffen, um halt irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen. Hast du die Sachen hinten? Ja, die sind hinten im Kofferraum. Die Streifenpolizisten übergeben ihre Ermittlungsergebnisse und die Datenkarte der Videokamera auf der Wache an die Kripo. Der verdächtige Kollege des Opfers hat bei den Kriminalhauptkommissaren Norbert Meinert und Klaus Schäfer bislang noch keine Aussage gemacht. Nehmen Sie Platz. Danke. Das sind noch die Kleidung. Ja, links am Tisch. Die Kleidung, die Sie angehabt haben. Heute Morgen, ja. Hat der Täter Sie ja angegriffen. Ja. Toni? Alles klar. Toni, machst du die Sachen auch in die Kleidung übrigens? Ja, von hier. Alles klar. Prima, danke. Um die Ermittlungen voranzutreiben, wollen die Kriminalisten zunächst mehr über den dringend tatverdächtigen Arbeitskollegen der Frau herausfinden. Dann erzählen Sie mal, was ist der Herr Loth für ein Typ? Also eigentlich ist das ein ganz ruhiger, der also arbeitet mehr mit mir zusammen. Und das Einzige, was mir halt immer so ein bisschen auffällig und ein bisschen unangenehm ist, ist, dass er mich immer ziemlich stark anstarrt und immer Gefälligkeiten für mich tut, zum Beispiel, dass er der Kaffee bringt morgens. Aber okay, haben Sie keine Beziehung zu dem? Nee. Okay. Der Beschuldigte, den wir mitgenommen haben, der sitzt ja hier zur Vernehmung. Okay. Würdest du einen Augenblick hierbleiben, dann gehen wir mal rüber und unterhalten uns mit dem? Alles deutet darauf hin, dass der Tatverdächtige ein Stalker ist, der aus unerwiderter Liebe gehandelt hat. Die Kripo-Beamten bringen jedoch noch weitaus mehr in Erfahrung. Ich habe nichts gemacht, also es ist alles blöd gelaufen. Also ich wollte eigentlich nur helfen und... Was helfen, wie helfen? Was sind wir heute? Ja, in der Nachbarschaft von der Fiona war halt schon länger immer irgendwie ein bisschen Unruhe und sie hat auch auf der Arbeit immer davon erzählt, irgendwie, dass sie jetzt mit ihrer Freundin immer zusammen irgendwie übernachtet, weil sie irgendwie Angst hatte, weil da immer so viel passiert in letzter Zeit, auch mit dem Müll und alles Mögliche, was da immer war in den letzten Tagen, dass sie echt Angst hatte. Und deswegen, um mir zu helfen, habe ich schon die letzten Tage immer geguckt, was passiert. Und, haben Sie es ihr gesagt? Nein, es war mir irgendwie unangenehm. Also der junge Mann, als wir uns mit ihm erstmal unterhielten über seine Personalien, wie er ist, was er macht, war schon ein ziemlich komischer Vogel. Also der war, ich will nicht sagen fremdgesteuert, aber er war nicht normal. Also wenn er jemandem helfen möchte und kommt in eine Situation, wo ein Mensch Hilfe braucht und sich dann versteckt und dann nicht rauskommt, ist das ja keine Hilfe. Also ich glaube eher, der war ein bisschen verklemmt und nicht unbedingt der Typ, der gestern vorne geht und jemanden dann aus der Patsche hilft. Als Sie gekommen sind, was haben Sie beobachtet? Ja, ich habe nur gehört, dass Fionas Stimme kam. Dann hatte ich irgendwie Angst. Und ja, dann bin ich halt schnell weg ins Gebüsch. Ich wollte mich halt verstecken. Davor? Ja, davor habe ich die letzten Tage auch nur gehört von Fiona, dass da was ist. Und habe dann ab und zu auch mal beobachtet, habe aber nie was mitbekommen. Und jetzt habe ich halt diesen Müll da gesehen, das Auto, was das da alles verdreckt war. Sie haben das verdreckte Auto schon gesehen und gefilmt? Genau, ja, ich wollte Beweise sammeln. Ich wollte Fiona hat Ihnen erzählt, dass da schon öfter mal irgendwie eine Mess entstanden ist mit Müll und Auto und Ich habe das ja auf der Arbeit mitbekommen. Sie hat ja schon Angst deswegen. Und das habe ich halt mitbekommen, wie sie auch mit anderen Kollegen darüber sprach.
Die kriminaltechnische Untersuchung der Videoaufnahmen ist mittlerweile abgeschlossen. Um eventuelle Auffälligkeiten zu entdecken, schauen sich die Ermittler das Video gemeinsam mit dem Opfer an. Also der ganz mutig macht er nicht, ne? Nee, so Held ist er nicht unbedingt, ne? Aber sie sagen, also eher ein ruhiger. Schauen wir uns das Video mal an. Ne? Hast du da? Ja, ist da. Als wir uns ein Video angeguckt haben, haben wir natürlich versucht, da auch Details zu erkennen. Und es sah erstmal aus wie eine ganz normale Gartenszene, würde ich mal sagen. Mit Pflanzen, mit Gartenmöbeln und so weiter und so fort. Sah nicht erstmal verdächtig aus eigentlich. Und auf einmal habe ich da eine Hand entdeckt, die aus einem Gartentisch hervorlugte, die so da drüber ging. Und an der Hand war noch so ein Schlüsselband. Also es war schon ein bisschen komisch. Diese Schlüsselbänder, die gab es letztens hier um die Ecke bei uns im Supermarkt. Das war so eine Werbeaktion, da haben wir die alle geschenkt bekommen. Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall so einer. Toni? Toni? Was? Nee, ich wollte nur sagen, die wartet jetzt, gibt eben die DNA ab und dann ist gut hier. Hast du das schon mal gesehen irgendwie da bei der Aktion heute Morgen? So ein Schlüsselanhänger hier, so ein Bändchen? Kommt das irgendwie bekannt vor? Warte mal. Ja. Guck mal, da ist so eine Hand. Im Video haben wir es gerade gesehen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Wie heißt er nochmal hier? Ihr Nachbar. Toni war ja vor Ort heute Morgen und hatte ja die ganze Situation dort aufgelöst. Hatte unter anderem Kontakt mit dem Nachbarn. Der Nachbar war ja derjenige, der hier noch zur Wache kommen sollte. Und Toni fiel dann ein, dass der Nachbar im Grunde genommen durch Zufall irgendwie sein Schlüsselbund aus der Tasche zog. Und da war dieses rote Band ganz deutlich zu erkennen. Der soll, wollte aber auch schon längst hier sein. Der wollte doch schon längst hier sein. Ja, der wollte nur eben mit seiner Mutter zum Arzt. Aber der, Arzt, ne? Der Dings hat nicht so, das geht auch nicht. Der hat nicht einen Schlüsselbund, ne? Das kann ja auch nicht sein. Der wurde ja von einem Kollegen durchsucht, der hatte so also nichts dabei. Aber wenn er die Kamera geführt hat, kann das ja auch nicht gehen. Nee, eben, genau. Also, ich denke mal, er ist fast raus. Ne? Muss noch dritter sein. Sie sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln hier? Ja. Ja. Das heißt, wenn wir uns dorthin bewegen und uns den Nachbarn einfach nochmal befragen? Ja. Also, genau. Können wir mitkommen? Ja. Ja, klar. Ja, weil wir da hinfahren. Weil wir sowieso auf dem Weg sind. Okay? Oder? Ja, machen wir. Toni? Denn wenn er DNA gemacht hat, kann er verschwinden. Ja, wir können rausgehen. Okay. Der Nachbar rückt nun ins Visier der Ermittlungen. Eine Personenüberprüfung hat ergeben, dass der Rentner wegen einer Kneipenschlägerei vorbestraft ist. Allerdings wohnt er seit mittlerweile 10 Jahren neben dem Opfer, derzeit ohne offensichtliches Tatmotiv. Sieht ja wirklich schlimm aus. Schweinerei, ja. Also wir können uns das wirklich nicht erklären hier, das Ganze, das ist... Bleiben wir zunächst erstmal da. Sie kommen mal mit. Ich kann Ihnen mal zeigen, wo das passiert ist. Wir wollen erstmal kurz klingeln, ob der Nachbar vielleicht da ist. Der sollte da kommen, der ist ja gar nicht gekommen. Der wollte kommen, ja. Da der Nachbar anscheinend nicht zu Hause ist, wollen die Kriminalhauptkommissare Norbert Meinert und Klaus Schäfer zunächst die ersten Ergebnisse der Spurensicherung einholen. Hallo Kollegen. Hallo. Kripo. Sind schon neue Erkenntnisse bei euch? Ja, den Schlüssel haben wir vor der Einfahrt gefunden. Das ist wahrscheinlich der Schlüssel von dieser Tür hier. Ach so, vom vorigen Schloss. Genau. Das Schloss ist weg, haben Sie mitgenommen, ne? Ja. Okay, müssen wir einstecken. Ja. Nehmen wir mit. Mhm. Kollegen Schapp. Was? Kollegen Schapp hier was, ein Fußabdruck. Ein Fußabdruck? Ja, und da vorne an der Kellertreppe ist noch eine, der müsste schon hart sein. Alles klar, gut. Sieht gut aus. Können Sie uns noch mal erzählen, wo Sie zuletzt im Grunde mitbekommen haben, was über Kopf gekriegt haben? Also ich bin von da gekommen und wollte hier gucken, ob jemand im Garten ist. Und bin dann mit meinem Besen hier lang gelaufen. Und ja, plötzlich wurde ich von hinten überwältigt. Also auch ungefähr, von hinten? Also es war ungefähr hier? Ungefähr, wo ich jetzt hier auch stehe. Derjenige kam von da? Genau, ja, also irgendwie... Das würde war das nicht die Ecke, wo auch dieses Ding, das Bändel da war? Aber da würde ja die Spur irgendwo dazu passen. Ja. Auch wenn die Arbeit der Spurensicherung noch nicht abgeschlossen ist, sind die Schuhabdrücke eine heiße Spur zum Täter. Vor dem Haus hören die Kripo-Beamten ein Taxi vorfahren. Sie vermuten, dass der Nachbar und seine Mutter mittlerweile zurück sind. Wir warten ja schon eine Weile auf Sie, bei der Wache eigentlich. Ja, ich hatte mich aber entschuldigt, weil meine Mutter hüftkrank ist und wir waren zum Arzt. Und ich wollte jetzt eigentlich auch nur fragen, ob ich meinen Wagen haben kann, dass ich den wieder wegsetzen kann. Weil der ist ja von der Polizei gesperrt worden im Prinzip, ne? Können wir das mal bitte sehen? Der Schlüssel? Das ist der Schlüssel von meinem Wagen. Ja, wir haben nämlich an der Wache haben wir leider was gesehen, was da hierauf hinweist, dass da hinten sowas im Garten gestanden hat mit sowas. Was ist das? Ja. Wollt das halten? Das muss das Band sein, oder? Ja, wir behalten das erstmal.
Dann, das ist ein normales Band hier. Hier ist so ein kleiner Lebensmittelladen. Wir haben ein Video gesehen und da war dieses Band auch dabei. Und ja, Hand. Also wollen Sie damit also das sagen, dass mein Sohn. Ich will erstmal damit noch gar nicht sagen. Noch gar nicht. Also, aber die Schuhe, ich würde mir das Profil mal angucken. Nö. Wieso nicht? Nö, das sind ja meine neuen Sportschuhe. Also, ja, das mag sein, aber wir haben da hinten einen Fußabdruck. Wir würden gefunden. Jetzt gerne mal Ihre. Nee, Mutter, lass die. Moment, die, die wollen mich nur festnehmen, Mutter. Also, machen Sie keinen Blödsinn. Ich hab da dieses. Machen Sie keinen Blödsinn. Lassen Sie das mal fallen. Lassen Sie es sofort fallen. Ich setze es gegen Sie ein. Lassen Sie es fallen. Leg das Brett weg. Mutter. Leg das Brett weg. Wenn wir mit Personen zu tun haben, die dann so im Laufe der Befragung oder Vernehmung oder auch vor Ort sich als verdächtig herausstellen und sie das dann auch merken, dass sie praktisch es immer enger wird für sie, dann kann es schon mal zu Kurzschlussreaktionen kommen, dass sie einen Gegenstand nehmen und denken, sie müssten sich verteidigen oder die Polizei angreifen. Im vorliegenden Fall war es mehr so eine Art Selbstschutz und Hilfloser. Ich habe das noch nicht mal als direkten Angriff wahrgenommen. Ich habe zwar vorsichtshalber meine Waffe gezogen, man weiß ja nicht, wie es sich entwickelt, aber er machte keine Anstalten, auf uns loszugehen. Ja, ich habe das gemacht. Wie? Was haben Sie gemacht? Ja, ich gebe es zu. Ich habe sie Holger, genommen und in den bitte? Schuppen gesperrt, weil... Warum? Holger, das kannst du doch nicht gemacht haben. Mein ja, Mutter. Lassen Sie ihn mal reden gerade. Es ist so, Mutter. Ich will ja auch wieder mein freies Leben haben. Du wohnst schon seit einem halben Jahr bei mir. Und du müsstest also mit deiner Hüftoperation in meiner Nähe wohnen. Und ich habe mich mal erkundigt, also... Wenn die Viona also gekündigt wird, dann hat die 9 Monate Kündigungsfrist. Ich halte es doch nicht 9 Monate mit dir aus. Ich kann ja nicht mal meine Freundin kommen lassen, Mensch. So, und da ist Ihnen welche Idee gekommen? Ja, was? Was haben Sie da ersonnen? Kannst du nicht deshalb jemanden... Ja, Mutter, also dann habe ich dann gedacht, also... Ich habe dann gedacht, mach ihr mal ein bisschen Angst und so weiter, dass sie von alleine aussieht. Ich habe also hier die Gegend sozusagen kriminell hingestellt, habe hier Müll hingeschmissen, habe, um abzulenken, natürlich auch mein eigenes Auto beschmutzt. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen, Nachbarn, Familien auch miteinander reden, in Kommunikation treten über ihre Bedürfnisse und sich da austauschen. Da das oftmals nicht passiert und die Menschen aneinander vorbeilegen, leben, entstehen Konflikte, Unausgesprochenes, es gärt da Wut hoch oder was auch immer und auf einmal explodiert da etwas, was im Grunde genommen gar nicht nötig gewesen wäre und unseren Einsatz auch hätte überflüssig gemacht. Sind Sie mal so nett und packen mir Ihre Hände auf den Rücken. Ach du Scheiße. Der Nachbar muss sich wegen Nötigung, Sachbeschädigung, Freiheitsberaubung und Hausfriedensbruchs verantworten. Die junge Frau hat sich mittlerweile eine neue Wohnung gesucht. Sie hat sich mit ihrem Kollegen ausgesprochen und darauf verzichtet, ihn wegen Hausfriedensbruchs anzuzeigen.